So, weiter geht's mit einer neuen Runde auf Mistralia of Life. Was ist das hier? Ah ja, ich habe Post. Okay. Ich wollte gerade das Ding öffnen, ich habe gerade gesehen, es kostet DP, also Runate Points, habe ich noch keine. Ja, ich denke, ich werde wahrscheinlich irgendwann mal den nächsten Tag mal donaten oder so. Also, was ich bisher gesehen habe, ist recht nett irgendwie. Und ja, ich glaube, man braucht nicht so, sondern nicht viel. Es ist, wie gesagt, auch relativ wenig, was man generell kaufen muss, in Anführungsstrichen. Auch Amtis kann wohl da spielen und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Danke erstmal nicht, Aldiman. Rechtsklick war das, oder? Genau. Plus 18 direkt, okay. Ich überlege gerade, ob ich es schon anziehen soll. Weil er wieder ganz, ganz dickes Danke nicht. Denn effektiv will ich das Ganze natürlich schon auch ein bisschen selbst, ich sag jetzt mal, erleben, in Anführungsstrichen. Aber natürlich irgend so ein Set, das ist natürlich schon mal ganz, ganz nett eigentlich. Genau, ist auch clean, glaube ich. Oder ist clean? Ich glaube, es ist clean, ja. Oh Gott. Warte mal. Was hab ich gerade bekommen? Oh, Buffs habe ich bekommen. Nice. Nice, 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 nice. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Warte mal, gibt es einen Collect All? Nee, gibt's nicht. Schade. Okay. So. Ach nee, da haben wir Wirkungen drauf. Lol, sorry. Ich dachte mir gerade, das sind die Stats, die man random bekommen kann. Alles klar. Genau, es sind kleine Erwirkungen, das ist vollkommen okay. Und das Ding ist sogar epic, okay, krass, heftig. Nice. Das freut mich ziemlich. Was ist das für einer? SCR plus Shining Knuckle plus 3, okay. Interessant. Genau, also wir haben auf alle Fälle ein bisschen Basis-Equipment, das ist ganz nett. Ein Schild haben wir auch noch. Genau, ich muss sagen, schaut schon mal ganz gut aus. Okay, Partys, by the way, 6 aktive Partys aktuell. Wir haben hier 0.30 Uhr, sorry, 1.30 Uhr. Nur weil einige gefragt haben, so, wie schaut's aus, Spielerzahlen und so weiter. Es ist nicht übertrieben krass, aber es ist schon ganz nett eigentlich. So, genau, haben wir übrigens Offscreen noch hochgezogen, heute Morgen irgendwie, als ich gerade irgendwie Lust hatte. Wo ist mein Mount, 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 Mount? Mount, hier, okay. Gut, dann würde ich mal sagen, geht's. Ah ne, gibt's ein Ticket? Vielleicht können wir uns ein Ticket leisten, mal schauen. Ah ja, angenehm. Sehr, sehr angenehm. So, gehe ich gleich mal mit einem anderen Charakter rauf. Also, nicht rauf, sondern rüber. Und ab nach Korall. Lernt übrigens alles sehr schön schnell und angenehm. Warte, welches Level bin ich denn? Ich bin 30. Oh Gott, das wird eng. Da steht immer noch, ich habe eine Nachricht. Was bringen die ganzen Buffs hier? Genau, okay, wir haben alle möglichen Buffs, das stimmt. 150 Def, 10% Def. All Stats. Attack und Attack Rate, okay. Attack Speed und Cast Time. Was haben wir hier? Mind. MP Leeching und FP Leeching? Lol. Das ist ja mal cool. Und Crit Chance und Critical Skill Damage. Okay, krass. Ich habe so viel Stuff schon wieder, das ist unfassbar. Lass uns irgendwas aktivieren. Ja, zum Beispiel habe ich dreimal verschiedene PvE-Sachen, ne? What the fuck? Range Block. Ja, scheiß drauf, ganz egal. Okay, gut, die XP, glaube ich, sind ganz gut aktuell. Parts of Contribution, auch super. Ich habe doppelten Sound, das ist nicht gut. Hier mache ich den Sound aus. Okay, gut. Genau, also wir werden auch relativ langsam leveln, beziehungsweise relativ entspannt machen hier. Wir werden hier nichts rushen. Genau. Ich habe noch übrigens ganz viele Infos bekommen von Spielern, von GMs, von jedem gefühlt irgendwie. Fand ich super nett. Also
Auch das Team kümmert sich hier wirklich sehr aktiv. Wirklich sehr, sehr aktiv. Ich glaube, ich wurde von fast jedem aus dem Team angeschrieben. Also deswegen, ja, sehr, sehr, sehr cool auf alle Fälle, Leute. Und ja, fand ich ganz nett. 35 bin ich schon, holy moly. Geht ja schneller als gedacht. Genau, die Quests soll ich übrigens auch noch machen. Beziehungsweise solltet auch ihr machen, wenn ihr hier spielt. Die lohnen sich angeblich, die Item-Rewards lohnen sich, beziehungsweise alle, oder fast alle Quests, glaube ich, wurden reworked. Ich weiß nicht, ob es von den Aufgaben reworked wurde oder nur von den Rewards. Auf alle Fälle die Rewards sind auf alle Fälle gereworked worden. Haben wir gestern schon gesehen. Und ja, genau. So, bei den Achievements, hier ist der Claim All Button. Ich habe, glaube ich, okay. Meine Schuld. War ein bisschen blöd von mir. Nice, aber es levelt sich recht entspannt eigentlich. Also die XP sind gar nicht mal so niedrig. Ich dachte so, ja, die XP werden halt wahrscheinlich irgendwann ziemlich sacken, aber nee. Wow. Bin ich so blöd? Wo ist mein Pad? Hier ist ein Pad, lol. Wow. Ja, ich bin krass. Ich bin krasser Spieler. 15 Jahre Half-Life und ich weiß nicht, dass ich mein Pad raus tun muss. Na gut, zugegebenermaßen, es gibt einige Server, da bleibt es draußen, wenn man reloggt oder nur einloggt und so. Ich habe nicht dran gedacht. Tja, Selbstschuld würde ich sagen. Mann. Aber es levelt sich gut. Also ich muss echt sagen, die Geschwindigkeit ist jetzt nicht zu krass. Also am Anfang hat man immer das Problem, dass man einfach viel zu krass oder viel zu schnell levelt. Und dann skippt man halt einfach den Content und die Level und so weiter. Das ist hier nicht so, das ist irgendwie ziemlich cool eigentlich. Also ich vermute mal das auch, dass die XP-Kurve angepasst haben. Ich kann mich täuschen, aber es fühlt sich zumindest so an. Gut, natürlich haben wir jetzt auch Mobs, die nicht mehr so viel Level über uns sind. Kann mich auch täuschen, bin mir nicht sicher. So, was haben wir denn alles generell? Wir haben hier verschiedene Dungeons. Es gibt auch Beginner-Dungeons. Ich habe leider noch nicht den Guide durchgelesen. Ich habe momentan so wenig Zeit einfach. Das ist, ja. Kolosseum. Nee, ich glaube nicht. Ah ja, hier. Hier gibt es auch Pets. Oh, Pets mit Effekte. Okay. Preconditioned Solo 7,5k. Man braucht mal Solo mehr HP als Team. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Sollte man das Solo dann nicht eher weniger brauchen? Also dachte ich mir halt irgendwie. Ach ja, das ist irgendwie angenehm. Taling Gowns, ja, guter Anfang. Stick ist auch schon ein netter Anfang. Ringmaster Level sogar auch ziemlich gut momentan. Was bringt denn das? Das bringt. Ja, warte mal, der hatte fast keine Effekte. Das heißt eigentlich fast alles, was wir kriegen, ist eigentlich schon positiv. Oder wäre es eigentlich noch schon besser? Naja, müssen wir mal schauen. Okay, jetzt geht's. Warte mal, ich kann nicht followen? Ich kann nicht followen, wenn ich auf dem Mount bin? Doch, kann ich schon mit Z, lol. Okay, das ist ungewohnt. Aber nicht schlimm. Genau, ich glaube, man kann irgendwie auch alles mögliche einstellen in den Einstellungen. Hier ist Night Mode, wow. Ja. Ich habe gestern nachgesucht, habe es nicht gefunden. Also, vorgestern genauer gesagt. Spricht jetzt nicht direkt für mich, aber naja. Zugegebenermaßen, ich habe auch im letzten Mal sehr spät aufgenommen und ja. Was soll ich sagen? Ist keine Ausrede, aber es ist halt einfach, wie es ist.
85% schon wieder. Alter, 47. Oh, eine Epic Cruiser Suit. Geil. Ich weiß nicht, also wenn es viele Anfänger gibt, glaube ich, wäre das sogar ein bisschen was wert vielleicht. Ich müsste mal die Effekte mal durchschauen. Natürlich, wenn es die 60er Set hat, dann einen guten Effekt und so hat, dann ist es natürlich nichts wert. Aber, naja, man weiß nicht. Irgendein Knuckle, ich habe bisher, glaube ich, keinen einzigen Knuckle gedroppt, oder? Ich glaube, nein. Eine Flurry Suit? Ah, mein Teil ist, glaube ich, kriege ich nicht mehr zusammen. Ah ja, es wird gepatcht, dass man nicht mehr so viele Sachen angezeigt kriegt. In-Dev, MP Consumption, ja, oh, nice. Ich überlege gerade, macht das Sinn, wenn wir uns eine eigene Gilde machen? Warte mal, ich glaube, wir sollten einfach mal Quest-Items ansammeln. Ich glaube, es wäre blöd, keine Quest-Items einzusammeln. Ja, einsammeln ist, glaube ich, sinnvoll. Okay, Ping ist okay. Mental Necklace. Was sind wir denn 5 Level drüber aktuell? Ja, das passt immer noch. Genau, ist eben der erste Dungeon, den wir farmen können und werden wahrscheinlich. Was haben wir denn? Warte mal, hier haben wir ein Set. Hier, Set Effect. Crit Chance, Crit Schaden, Attack. Ach, das ist das, CWS hat, glaube ich, oder? Ja, genau. Hier hatten wir ein AOE-Sat? Fragezeichen? Ich glaube, es ist ein AOE-Sat, ja. Beziehungsweise es hat keine HP, oder was hat Interset? Es ist ein Allrounder-Set irgendwie. Weil es bringt 15 oder bringt EXP? What? Okay, das andere bringt ja keine XP, aber halt dafür mehr Schaden. Und ich meine, mehr Schaden ist auch mehr XP, also. Ja, 7,5 HP, du musst mir erstmal erreichen. Bis 75 kann man da rein. Okay, bis 75, glaube ich, kriegen wir die HP. Aber. Wobei, was heißt Solo? Was heißt Solo wirklich Solo? Das weiß ich halt nicht. Oh, Legendary Wedge Suit, lol. Okay, also man kriegt, glaube ich, die Dinger doch ein bisschen öfter oder ein bisschen leichter, als ich dachte. Das ist ja krass. Die können wir anziehen. Die können wir wirklich anziehen. Oh ja, easy. 5 Allstats. Holy moly. Einfach 5% Attack mehr. Ist halt voll gut einfach. Oh, hier ist ein Helm. Ah, ne, weiblich. Ich glaube, das ist. Ah, genau, das ist alles für 4 Teile. Okay, man braucht dann sowieso 4 Teile. Ja, gut, okay, das passt. Oh, noch ein Schild. 52. Ich liebe es, wenn man Schilder droppt, die man nicht anziehen kann. Ist auch so ein Flife-Ding, glaube ich, irgendwie, oder? Ich glaube, Flife ist auch so eines der wenigen Games, wo Schilder einfach ein Level haben. Aber ist irgendwie auch lustig. So, ist halt so ein bisschen oldschool, bisschen. Ja, so typisch Flife, sagt man halt einfach so. Wartet ab, ich kriege noch ein ganzes Flurry-Set oder ein ganzes Watch-Set hier zusammen. Es wird passieren, trust me. Genau, die gesetteten Set-Teile. Ach, Flife hat irgendwie so viele coole Mechaniken. Und mir fällt es einfach jetzt erst wieder so auf, nachdem ich auch mal wirklich längere Zeit andere Games gezockt habe. Das sind einfach so Sachen, die fallen einem auch gar nicht mehr so wirklich auf irgendwie. Also die geraten einfach in die Vergessenheit, sagen wir mal so. Und ich glaube auch wirklich so bei anderen Spieleentwicklern, also oder für andere Spieleentwickler ist das auch gar nicht so irgendwie sichtbar oder gar nicht so, ja. Das haben die so gar nicht im Scope irgendwie. Es ist irgendwie so eine komische Mechanik, die einfach gefühlt keiner hat, weil keiner irgendwie drauf kommt, dass man halt einfach random Stats auf Set-Teile geben könnte. Einfach so zusätzlich irgendwie. Und trotzdem ist es halt einfach so ein nice to have irgendwie.
Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber ich finde es irgendwie so. Ich finde es irgendwie cool. So gerade, ich finde die Kleinigkeiten immer toll. Die großen Sachen, so, ja, hier Set-Effekte und ab 2, 3, 4 Set-Teilen und so, ist halt nett und so, aber ich finde, ich fahre immer so die kleinen Sachen, die Details irgendwie. Ich finde es immer interessanter. Ich muss auch sagen, die Effekte sind ja auch ein bisschen wild, oder? PvP-Hitshots, Speed und PvP-Parry, what the fuck? So die Effekte, die man halt mit Level 45 eigentlich so gar nicht braucht. Ja, und ich krieg einen Pulli auf Clockworks. Nice. Rare Misty Gowns. Eieieiei. Ja, jetzt wäre ich gerne ein Akrobat. Bin ich aber leider nicht. Ups. Ich hab nicht mal Food drauf, oder? Ich hab nicht mal Food hier unten drauf, lol. Na, ja, vielleicht brauche ich es ja. Hier, Daxen das CR Plus. Ist halt so geil irgendwie. Aber wir machen Schaden mittlerweile. Auch die HP steigen irgendwie ein bisschen. Mastat bringt, glaube ich, keine HP, oder? Nein, keine HP. Beziehungsweise doch, es bringt schon HP, aber halt durch den Effekt nur. Doch, also okay, es bringt, okay, es bringt andere Effekte, klar. Hm. Ist eigentlich auch so schade. Hier diese mit dieser Resistance, Electricity Resistance, Fire Resistance, Water Resistance. Ich verstehe nicht, warum man das in Flife nicht weitergeführt hat, das System. Es ist eigentlich auch wieder eine coole Idee. Irgendwie so angefangen, aber halt nicht weitergeführt irgendwie. Ist halt irgendwie, weiß nicht, schade einfach. Flife ist so ein bisschen wie Seven Days to Die. Es hat einfach auch so viel verschenktes Potenzial. Da ist das Sword of Silver Sword schon mal das nächste, also das zweite, braune Item. So nennt man Dinge hier. Das sind keine Greens, das sind Browns. Es gibt ja die, die normalen Items, die. Oh Gott, wie nennt man die? Ich glaube, Grays oder so. Also graue Items, glaube ich. Oder weiße Items, ich weiß nicht mehr genau. Dann gibt es die hier, die unter 60er, diese raren Waffen, Anführungsstrichen, unter Level 60 sind die Browns, also die braunen Waffen. Guardian, Historic und so weiter, sind dann die Greens, also die grünen Waffen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, was sind drüber, sind eigentlich die goldenen oder so, oder die roten. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe mich damals mal ein bisschen auseinandergesetzt damit, als ich für CW die Guides gemacht habe, die Guide-Videos, Video-Guides. War mir auch ganz lehrreich irgendwie und ganz interessant. Slaying Enemies. Ach ja, und ich soll nochmal durchschauen, meinte hier Priest, hier gibt es ab und zu. Ah ja, ich sehe es gerade. Das geht ein bisschen unter hier teilweise. Aber jetzt sehe ich es auch, ja. Manche Dinger hier, manche Achievements geben nicht nur Achievement Points, sondern auch andere Sachen. Hier zum Beispiel ein Soccer Ball. Collecting. Gibt es eine Silver Battery? Das ist cool gemacht. Der finde ich besser, als wenn es nur irgendwie so Punkte gibt. Wobei der Punkte-Shop auch ziemlich cool ist, muss ich sagen. Nein, das ist keine Schleimerei oder so. Ich meine, auf irgendeinem Server, ich glaube, es war auf Ghostflife, da gab es nur Punkte oder Cosmetics oder einen Titel, glaube ich, gab es dafür, oder? Genau. Ja, hier sind wir auch bei Custom-Titel. genau, finde ich ein bisschen lame teilweise. Also nicht nur teilweise, finde ich generell lame. Und da ist mir sowas um einiges lieber. Ein Stick of El Pepone. Das dritte braune Item. Hier haben wir einen Mascapat-Cutter. Dann haben wir das vierte. Vierte von wie viel? 8 Rana-Items? Wow. Tja, sucks to be me, würde ich mal sagen. Anarchie-Buffs. Okay. Stay online eine Stunde. 375 Stunden. Na, Respekt, wer das macht. Es gibt haufenweise. Wenn man 7. Ach genau, das haben wir ja schon gemacht. Okay, das haben wir noch nicht gemacht. Warte mal, es geht aber wieder von 0 los. Okay, interessant.
beziehungsweise auch gewissermaßen ein bisschen eigenartig. Also ja, es macht halt Sinn, es gibt also zwei Systeme, entweder addiert sich das dann immer auf und oder halt eben anders. Wie viele gibt es hier, wie viele Punkte? 57, wow, okay, krass. Loot something. Dahinter müssen wir, genau. Oh, hier gibt es aber einiges. Defeat scheint ein. Oh. Das ist ein Buff-Pad, okay. Ja, das ist cool. Ah, wir müssen also die Gigs killen. STR plus 5, Def plus 25. Oh, das ist ja cool. Mensch, die haben ja so viel gemacht einfach. Also übrigens, die Leute machen das ja scheinbar als Hobby, nicht als Beruf. Hab mich auch geflasht. Das eben auch, dadurch kommen eben auch die fairen Preise zustande. Das ist cool. HP Recovery Once Kill NPC plus 50, okay. Was sind hier noch cool? MP 3%. Vielleicht hat auch so viele Stats, ich merke das gerade, das ist immer so wirklich. Lena. Also wir brauchen auf alle Fälle ein Pad sowieso. Alter. Das ist halt irre. Okay, hier werden die Effekte krasser. Oh, Bill Poster, let's go. Nice. Okay, die HP steigen ganz gut. Da 5%. 10 ist, naja, Warte mal. Ach ne, 15 muss man davon killen. Warte, wie viel muss man den Abarts killen? Wahrscheinlich auch mehr als einen, oder? Ach ne, warte mal. 100 Abarts. Hier, das ist 5 Giant Abarts, okay. Ah ja, okay. Ich würde mal sagen, wir farmen einfach direkt mal schnell ein paar Gigs oder so. Wir rushen. Wir werden dieses Mal nicht rushen. Mir ganz egal, was vielleicht manche sagen, aber wir werden nicht rushen. Wir werden es aber genießen. Das Schild, glaube ich, ziehe ich an. Das ist ein Schild, genau. Heftig, okay. 5 KP, nett. Und den Knuckl würde ich maxi, wobei, selbst den Knuckl bin ich mir nicht sicher. Rushen wir zu viel, wenn wir das anziehen? Ich würde sagen, wie machen wir es denn? Oder machen wir nur das Set? Ich würde sagen, machen wir nur das Set, oder? Wir starten mal nur mit dem Set. Weil das Set fühlt sich halbwegs fair an. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht, ob ich mich gerade täusche. 5300 HP. Ich glaube. Ja, das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Das fühlt sich jetzt nicht so krass an. Wir müssen irgendwie was. Ah, hier ist ein Backpack. Oh, super. Rechtsklick zum Einlagern funktioniert. Super. Meine Güte, hier ist so viel Zeug. Habe ich noch eine Kette dabei gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, hier, so. Keine Kette war dabei, oder? Ich hoffe, ich habe nicht gelöscht oder sowas. Bin ich jetzt super bitter. Was war ansonsten noch? Eine Set hat mir angezogen, genau. Nee, ich glaube, es passt schon. Ja, das war's. Okay. Das ist eigentlich schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Genau, dann gehen wir erstmal nach Fla. Oder wobei, gehen wir nach St. Morning. Oder sogar Darkon. Darkon können wir auch mal probieren, oder? Nee, wobei Darkon-Gigs, glaube ich, sind zu hoch. Wow, was ist das denn hier alles?